die staatlichen Mittel. Ja, liebe Zuschauer, wir unterbrechen jetzt hier insofern den Vortrag des Schatzmeisters. Er ist sehr detailliert. Wir fassen ihn nachher zusammen. Sie verpassen also auch aus diesem Rechenschaftsbericht der Partei nichts. Vorhin hatten wir ja schon angekündigt, die Beschlussfassung über die Tagesordnung, die könnte durchaus langwierig und spannend werden. Und so war es dann auch. Professor Lothar Probst, nach wie vor bei uns, Politikwissenschaftler der Universität Bremen. Herr Probst, auffallend war ja, dass der Bundesvorstand ganz offensichtlich beschlossen hat, dass nicht wie üblich der gastgebende Landesverband hier mit seinem Vorsitzenden ein Grußwort hält. Das ist Armin Paul Hampel, in der Partei ja auch nicht unumstritten. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Offensichtlich hat man aber auf dem Parteitag versucht, das dann doch wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Was steckt dahinter? Ja, es gab hier einiges Gerangel, wie zu erwarten, um die Tagesordnung. Dahinter standen aber personelle und inhaltliche Konflikte innerhalb der Partei. Also es gab halt den Antrag, dass man doch Herrn Hampel die Gelegenheit gibt, als gastgebendes Bundesland hier eine Rede zu halten. Nun ist bekannt, dass Herr Hampel eher den Höcke-Flügel unterstützt. Es war denn auch kein Zufall, dass Herr Höcke selber den Antrag gestellt hat, dass Herr Hampel doch eine Rede halten kann. Das heißt, wir hatten hier ein erstes Kräftemessen zwischen den Flügeln. Und man muss sagen, von der Abstimmung her ist das eindeutig zum Nachteil des Höcke-Flügels ausgegangen. Es gab den Antrag auf Nichtbefassung, der hat eine deutliche Mehrheit gefunden. Und man wird sehen, wie jetzt der Höcke-Flügel in den weiteren Debatten darauf reagiert. Die Gegenrede lautete ja, man wolle Armin Paul Hampel keine Gelegenheit geben, quasi hier in die Neuwahl des Bundesvorstandes entsprechend einzugreifen, möglicherweise zugunsten des Höcke-Flügels. War das wirklich zu befürchten? Ja, natürlich werden solche Grußworte in der Regel genutzt, um auch inhaltliche Positionen zu beziehen. Es ist ja immer noch offen, ob Herr Höcke nicht eventuell selber für den Bundesvorstand kandidiert. Also ich nehme an, dass Herr Hampel schon die Gelegenheit genutzt hätte, um hier sozusagen auch den Weg möglicherweise zu bahnen oder zumindest auch für die Position dieses Flügels zu werben. Das ist durchaus üblich bei solchen Parteitagen. Also insofern war gerade die Tatsache, dass jetzt Antrag auf Nichtbefassung durchging mit großer Mehrheit, hat man damit auch unterstrichen, dass man das nicht wollte. Es wurde ja einiges in der Tagesordnung geändert. Unter anderem ist die Folge davon, dass der Antrag, das Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke niederzuschlagen, dass sich der Parteitag damit gar nicht befasst. Das heißt, dieses Parteiausschlussverfahren geht also weiter. Kann man denn ein Parteimitglied, gegen das gerade ein Parteiausschlussverfahren läuft, überhaupt in den Bundesvorstand wählen? Ja, das ist zumindest eine umstrittene Frage. Also wir haben ja hier gehört, dass es auch um die Schiedskommission geht. Wir wissen ja, das ganze Verfahren Höcke läuft ja schon seit geraumer Zeit. Es gibt immer mal wieder unterschiedliche Botschaften, wie denn der Stand dieses Verfahrens ist. Solange das Verfahren noch läuft und es läuft, wäre es zumindest ein Politikum, wenn die Versammlung Herrn Höcke dann doch in den Vorstand wählen würde. Also ich gehe mal davon aus, dass das nicht passieren wird. Ein weiteres Thema der Diskussion um die Tagesordnung war ja die Frage, ob der nächste Parteitag wieder ein Mitgliederparteitag sein soll. Das gibt es nur bei der AfD, glaube ich. Wer sich rechtzeitig anmeldet und die Mitgliedschaft hat, und es gibt ja Tausende von AfD-Mitgliedern, kann zu einem Parteitag kommen, darf hier mit abstimmen, mit diskutieren. Das hat in der AfD-Geschichte durchaus schon zu, ja, man kann sagen, chaotischen Zuständen geführt. Ist das so ein Versuch vielleicht des Flügels, der so Fundamentalopposition betreiben will, der die Basisdemokratie ganz hoch hält gegen die Etablierung im parlamentarischen Betrieb, dann nochmal versucht hat, der AfD eine andere Richtung zu geben? Na, man kann ja sagen, dass die AfD in dieser Frage das Erbe der Piratenpartei angetreten hat. Das heißt, es gibt diesen starken Basisimpuls. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass die Basis sozusagen auch ihr Recht einfordert. Und ein Mitgliederparteitag verläuft natürlich etwas anders als ein Delegiertenparteitag. Delegierte sind immer haben eine Filterfunktion. Das merkt man auch hier heute schon auf dem Parteitag. Es wird etwas professioneller innerhalb der Partei. Das befürchten viele von der Basis. Sie wollen mitbestimmen, gerade wenn es um die Wahl des Vorstandes geht. Und deshalb wäre das eine Weichenstellung gewesen, wenn die Tagesordnung erweitert worden wäre um diesen Punkt, dass darüber diskutiert wird. Auch hier gab es wieder den Antrag der Nichtbefassung. Also mit diesem Instrument der Nichtbefassung werden hier viele Positionen abgeräumt. Auf der einen Seite, wie gesagt, gegen den Höckeflügel, auf der anderen Seite auch gegen einen Teil der Basis. Wie die Basis tickt, weiß man aber im Grunde nicht so genau. Die kann mal in die eine und mal in die andere Richtung optieren. Nicht befasst soll sich hier oder wird sich auch hier nicht mit dem Antrag, die alternative Mitte sozusagen zu zerschlagen oder als Parteiorganisation oder als Parteibewegung nicht weiter laufen zu lassen. Das kommt ja auch wahrscheinlich aus der Richtung des Höcke-Flügels, denn die alternative Mitte besteht ja aus Gemäßigten, aus Liberalen, aus Konservativen. Ist das auch so ein Zeichen, dass der Höcke-Flügel mit all den Aktivitäten, mit denen er jetzt vorgeprescht ist, möglicherweise hier scheitern wird?
Ja, es könnte ein Indiz dafür sein. Man weiß natürlich nie, wie der Verlauf seines Parteitages ist. Es kann auch sozusagen der Gegenschlag noch mal kommen. Oder in der einen oder anderen Frage kann dann der Parteitag auch trotzdem anders abstimmen, als man es vielleicht erwartet. Aber ich werte das schon erstmal als weitere Niederlage für den Höcke-Flügel. Es wäre ja auch absurd, wenn sozusagen die verschiedenen Flügel, die es gibt innerhalb der Partei, Höcke gehört ja selber zu einem der Flügel, wenn man jetzt auf der anderen Seite erwartet und verlangt, dass die Alternative Mitte als eine andere Strömung sich irgendwie auflösen müsste. Also es wäre sozusagen ja absurd. Das kann man eigentlich per Parteitagsbeschluss auch gar nicht herbeiführen. Das hätte aber möglicherweise zur Spaltung der Partei geführt. Das hätte möglicherweise sozusagen den Spaltpilz in die Partei getrieben. Dass das abgelehnt wurde, war von daher aber eigentlich auch zu erwarten. Soweit Professor Lothar Probst mit einem kurzen Zwischenstand zum AfD-Parteitag, der bei seinem wichtigsten Thema noch gar nicht war, der Neuwahl der Parteispitze. Liebe Zuschauer, das wird ja im Laufe des Nachmittags passieren.